Ein etwas schwierigeres Beispiel, um mit Hilfe der H-Methode die Steigung einer Funktion an einem Punkt zu berechnen, schauen wir uns jetzt mal im Folgenden an. Es geht um eine Funktion, die auch in einem anderen Video eine Rolle gespielt hat. Es geht um die Funktion f von x gleich 2x² plus 4x. Das ist eben eine etwas kompliziertere Parabel als die Normalparabel, bei der wir das bisher gemacht haben. So, und es geht also um eine bestimmte Stelle. Ich nenne die jetzt mal x0, in dem Fall minus 1. Und ich möchte also jetzt die Ableitung ausrechnen, also f' an der Stelle x0. Und das ist der Grenzwert für h gegen 0 des Differenzenquotienten, also f von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h. Ja, und das ist das gleiche wie die Steigung m von f an der Stelle x0. Okay. So, das ist also das, was ich ausrechnen möchte mit der H-Methode. Das heißt, ich gucke mir erstmal nur den Differenzenquotienten an, also diesen Teil. Den schreibe ich mir mal hin, und zwar einmal das f von x0 plus h minus f von x0 und dann das Ganze geteilt durch h. So, gucke ich mir erstmal den allerersten Teil an, also das hellblaue. F von x0 plus h. Da setze ich einfach an die Stelle, wo hier ein x steht, überall x0 plus h ein, also das hier. Da das aber eine Summe ist, muss ich eine Klammer drum machen. Also schreibe ich mir das auf. 2 mal x0 plus h Quadrat plus 4 mal x0 plus h. Okay, das ist der Ausdruck. Den kann man jetzt vereinfachen, indem man ihn weiter ausmultipliziert. Ich mache mal erstmal diesen ersten Teil. Da benutze ich die erste binomische Formel. Also 2 mal x0 Quadrat plus 2x0 mal h plus h Quadrat. Und dieser Term, da multipliziere ich die 4 rein, also 4 x0 plus 4h. Ja, jetzt kann ich da noch die 2 rein multiplizieren und dann, nee, kann man nicht zusammenfassen, dann hat man alle Terme. Also 2x0 Quadrat plus 4x0h plus 2h Quadrat plus 4x0 plus 4h. So, das sind alle Terme, die dort aufgetaucht sind. Jetzt nehmen wir uns mal den hellgrünen Teil vor. Das ist aber ziemlich einfach. F von x0, da setze ich jetzt wieder x0 an die Stelle ein, wo das x war, also hier, beziehungsweise hier und hier. Aber jetzt passiert nichts, weil das x0 ja nur stellvertretend für eine bestimmte Zahl steht. Also haben wir hier 2x0 Quadrat plus 4x0. So, jetzt werden im Differenzenquotient diese beiden Teile voneinander abgezogen. Hier haben wir sie, genau, dieser und dieser. Ich fange also mit diesem Teil an. Ich schreibe das mal auf. Also hier sind die 2x0 Quadrat plus 4x0 mal h
plus 2h Quadrat plus 4x0 plus 4h und jetzt minus, jetzt kommt der hellgrüne Teil, 2x0 Quadrat plus 4x0. Jetzt brauche ich einen langen Bruchstrich mit wackeliger Hand geteilt durch h. So, diesen Term, da gucke ich jetzt mal, was hier passiert. Also, hier habe ich minus 2x0, hier ist das Minus, hier sind 2x0 und hier habe ich plus 2x0. Diese beiden fallen also weg. Hier durch das Minus habe ich hier ein minus 4x0 und hier ein plus 4x0. Diese beiden fallen also auch weg. Es bleibt also nur übrig dieser Term und dieser Term. Und die werden dann geteilt durch h. Das mache ich mal auf der nächsten Seite. Also, von unserem Differenzenquotient. Bleibt übrig 4x0 mal h plus 4h plus 2h Quadrat. Ja, geteilt durch h. Ich überprüfe das nochmal. Genau, 4x0 Quadrat plus 4h plus 2h Quadrat. So, geteilt durch h. Das wird noch einfacher, wenn ich oben h ausklammere. Also hier bleiben 4x0 plus 4 plus 2h übrig. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr hier zurückmultipliziert. Dann seht ihr, dass das h hier wieder reinkäme. Aber ich habe es ja extra ausmultipliziert, damit ich es kürzen kann. So, vom ganzen Differenzenquotient bleibt also tatsächlich nur das, was hier oben in der Klammer steht, übrig. Und jetzt wird es ziemlich leicht, den Grenzwert zu bilden. Also, die Ableitung von f an der Stelle x0, das ist der Grenzwert, Limes, h gegen 0 des Differenzenquotienten. Geteilt durch h. Und das ist nichts anderes als der Grenzwert x, Quatsch, h gegen 0 von 4x0 plus 4 plus 2h. So, das Ganze mit diesem Grenzwert, das haben wir ja nur gemacht, weil hier im Nenner ein gefährliches h steht. Also dieses h, wenn das immer kleiner wird dann, und sich der 0 annähert, dann kriegen wir ein Problem damit, durch h zu teilen. Und das Problem ist aber verschwunden durch das Kürzen. Das heißt, hier haben wir überhaupt gar kein Problem, hier h gleich 0 einzusetzen. Der Grenzwert macht uns also überhaupt keine Schwierigkeiten und es kommt raus 4x0 plus 4. Das ist also die Ableitung der Funktion f an der Stelle x0. Und jetzt können wir sagen, naja, wir wollten ja das Ganze wissen. Wie groß ist die Steigung an der Stelle x0 gleich minus 1? Das können wir jetzt einsetzen. Die Steigung bei x0 gleich minus 1 ist also f' von minus 1 und das ist also 4 mal minus 1, weil ich jetzt einfach hier für das x0 die minus 1 einsetze, plus 4 und das ist 0. Die Funktion hat an der Stelle also tatsächlich eine waagerechte Tangente, die Steigung ist 0.
Wir können jetzt aber auch mit der Formel, die wir hier bekommen haben, die Formel, ich fasse sie nochmal zusammen, f' an der Stelle x0 ist 4 x0 plus 4. Können wir jetzt auch die Steigung an jeder anderen Stelle ausrechnen. Sagen wir mal f' an der Stelle 2. Das ist dann also 4 mal 4 mal 2 plus 4 und das sind 12. Ja, und so kann man das jetzt machen. Okay, vielen Dank.